Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak, der hat mir geschrieben und der hat mir gesagt, dass ich die Brücke da definitiv falsch rum reingebaut habe und das können wir dann mal ändern. Ja, für mich grün ist der Eingang, also hier eigentlich Eingang, aber das gilt wohl bei der Pumpe, dass das der Eingang ist, aber nicht irgendwie beim Dingens. Und Auslass ist weiß, aber in diesem Fall ist das hier falsch rum, ne? So, jetzt müssen wir das erstmal zerlegen, die Brücke. Ich hoffe, das war jetzt die Brücke, die er da zerlegt. Rohr, Zerlegungsauftrag, okay. War natürlich das Falsche. Da ist die Rohrbrücke, das soll zerlegt werden. Alles gut. Sanitär. Rohr läuft, ne? Wiederhergestellt. Und der kleine Pfeil da in der Mitte sagt uns, wo es hin muss, ne? Und O für drehen und alles ist gut, ne? Gut, so muss es hin. Dann klappt es auch mit dem Wasser. Gut, okay. Essen 0, das ist ganz schlecht. Wie sieht's aus? Kommt da noch was nach? Okay, hier sind ein paar Pflanzen, die wachsen da schon mal. Und hier wird es ja wohl gleich was geben, oder? 87%, 91, 97, okay. 98, 98, okay, das klappt. Ist gerade knapp, aber wird werden. So, und wenn das dann da gebaut ist, dann haben wir auch kein Wasserproblem mehr. So wie wir jetzt hier sehen, ne? Das Wasser läuft jetzt tatsächlich dadurch. Dadurch wird hier auch das Schmutzwasser weitergemacht. Das heißt, das, was hier schon übergelaufen ist, kommt gleich wieder runter. Und hier haben wir jetzt noch das Problem, dass das Sanitär da nicht angebunden ist, weil wir da ja Sorgen hatten, ne? So, Filter läuft. Jetzt müssen wir gucken, ob das hier auch fertig wird und ob das dann noch richtig funktioniert. Und hier müssen wir das dann auch so anschließen, ne, oder? Und dann haben wir das Wassersystem erstmal wieder am Laufen. Ja, Nahrungsmangel ist klar. Verhungern tut, glaube ich, noch keiner. Da oben kommt das dreckige Wasser. Hier ist aufgerutscht. Hier wird weitergemacht. Der funktioniert auch. Okay. Ja, hier kommt immer mehr rein und wir kriegen gerade nichts raus. Doch, da war gerade was. Wir werden nehmen gerade kein Wasser hier ab. Das ist das Problem. Das Wasser müssen wir aber bald hier anschließen, weil diese Pumpe dann da keine Versorgung mehr darstellt, ne? Okay, was ist hier oben? Die Toiletten werden aber benutzt, oder? Aber Schmutzwasser funktioniert. Achso, die sind beide da. Ja, da sieht man gerade ein blaues Pünktchen vorbeilaufen, also passt alles. Okay, das ist erstmal gut. 600 Dingsabums haben wir. Hier ist jetzt ein bisschen doof gerade mit dem Aufwischen, ne? Das, müssen wir mal gucken, dass das klappt. Das ist aber schon wieder runtergegangen etwas, dadurch, dass die Pumpe was gemacht hat. Hier haben wir jetzt frisches Wasser. Die räumen da gerade weg. Das hier können wir mal abbauen. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie wir hier weiterkommen. Ja, wir haben da ja was vor, das hier noch größer zu machen, ne? Und das sollte jetzt hier... Aber das ist 56 Grad, da sind es 50 Grad. Wie warm ist das hier unten? 28 Grad. Wir müssten gucken, wie ist Temperatur hier überhaupt so? Also hier rechts ist es warm und hier ist es eigentlich nicht so warm. Aber hier ist es verdammt warm, ne? Die Forschung ist fertig. Kurz reingeguckt auf jeden Fall. Das heißt hier Erdgasgenerator, Petroleumgenerator. Das läuft. Hier haben wir Veredelung. Die Ölraffinerie, okay. So, ich glaube, wir machen hier mal zu.
Dann, falls das Wasser höher kommt, dann können wir das da auch... Nee, Raben. Dann haben wir da auch die Chance, dass das daherkommt, ne? Wasser haben wir geholt, passt. Für diese kleinen Räume gut sind, weiß ich dann auch noch nicht. Müssen wir dann mal schauen, was wir damit machen. Was ist Lager nicht? Erde geht nicht. Haben wir noch Lagerplätze? Ja, da haben wir noch Lagerplätze für Erde. Ist organisch Erde? Nee. Nährstoffreich. Hier, das ist doch unsere Erde. Gut. Und 800 Kalorien ist nicht viel, aber ein bisschen. Ne, hier ist schon wieder voll, ne? Das schmutzige Wasser kommt da mehr rein. Hm, das ist nicht gut. Da darf man nicht reingehen. Das lassen wir da jetzt erstmal weg. Wir müssen gucken, dass wir da eine Treppe hinbauen dann erstmal. Und gucken, dass wir das von da aus erschließen. Und dann machen wir hier noch Ziegel hin. Und müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier ist ja auch so mit Laufwegen komisch, ne? Wir haben nichts zu essen, das ist nicht gut. Wie weit sind wir denn hier? Könnte ich mal Wachstum 94? 94, ja. Das wird aber alles hier gleich, ne? Hier oben. 98, 99. Ja, das ist gleich fertig. Hier ist eine fertig. Okay, das heißt, da kommen jetzt gerade 600 wieder rein, oder? Was war hier? Wachstum gestoppt, Körpertemperatur. Okay. Also die Mehlholz ist da. Nicht passende Temperatur. Und da auch nicht. Aber wir müssen mal noch so ein Teil da bauen. War das Veredelung? Nee, Nahrung. Wo ist denn das Ding jetzt? Flugtierköder. Hier ist nix. Nahrung. Station. Da ist er. Den stellen wir nochmal dahin. Der ist bedient. Braucht dann Kupfererz zum Bauen. Strom? Braucht der Strom? Nee. Braucht der Sanitär? Nee. Dann muss das Ding nur so fertig werden. Hier oben wird gelaufen. Der Grill kann ein paar Omelettes mal machen. Wenn es denn klappt, dann soll da gegrillt werden. Aber es klappt sowieso nicht. Ah, wir sind hier immer noch, ne? Wähle eine Blaupause. Okay, jetzt haben wir was anderes hier. Wegen dem Abspeichern wahrscheinlich. Die machen Schleim. Pups. Schleim konnte man doch umändern, ne? Warte mal, Schleim. Algen. Nee, das war da nicht. Wo war denn das mit dem Schleim? Wir haben doch da... Kompost. Wandelt Schleim zu Algen. Ah ja, das brauchen wir also. Und dann können wir so einen Puff gebrauchen, ne, oder? Wo ist das Ding jetzt hier? Das bedeutet, wähle die Blaupause und wähle die Puffs. Weil, das ist doch gut, oder?
Und der macht Schleim. Jetzt ist die Frage, wo er denn Schleim macht, ne? Duplikantenfertigkeiten, da. Immer schon 4 Graben sind ja. Kunstgrundlagen. Nee, das möchte ich dann eher nicht. Forschung auch nicht. Medizinische Präparation. Hier müssten wir mal hin. Und da oder da. Da haben wir schon welche. Ich glaube, wir machen mal hier noch einen. Wer weiß, was da kommen wird. Und hier keine Herzchen mehr. Und dann machen wir ihn da weiter. Passt erstmal. Und der Puff macht Schleim. Ist hier schon Schleim hingekommen? Nee, ne? Er zieht da irgendwas in sich. Der Puff. Pufflet. Verschmutzter Sauerstoff. Das ist doch eigentlich das Teil, was wir absolut brauchen dann, ne? Na, jetzt geht er hier rein. Läuft erstmal, der Puff. Wir müssen nur gucken, dass wir so mit dem Schleim fertig werden. Da war... Wo war denn das jetzt hier? Nee. Veredelung. Algendistille. Wo stellen wir die hin? Hier unten, diese Kämmerlein, die wir da haben, sind zu klein, ne? Algendistille. Tja. Komm, zack, hier hin, oder? Oder hier? Hier gibt's Schleim. Zack. Hier gibt's auf jeden Fall Wasser. Sanitär. Rohrleitung. Brauchst du. Ausgangsrohr ist das. Aber was kommt da raus? Schmutziges Wasser? Das ist jetzt die Frage, ne? Nochmal Veredelung. 1800 mal mit dem Essen. Schleim, Energieflüssigkeit, Ausgangsrohr. Effekte Alge, 200 Gramm Sekunde, schmutziges Wasser. Aha. Das wird also schmutziges Wasser. Das heißt, das schmutzige Wasser haben wir wo? Hier, das ist das schmutzige Wasser. Ich glaube, wir müssen dann mal gucken, dass diese Leitung da wegkommt, oder wie? Sanitär. Brücke. Drehen. So. Rohr. So. Passt. Das Teil ist tatsächlich schon fertig, ey. Und dann Strom. Brauchen wir auch noch da. Kriegen wir das mit der Leitung schon hin? Nee, ne? Dann mal gucken. Keine Stromkabel verbunden. Okay, läuft. Das kommt, das passiert. Wir schaffen das. 4000, 5000. Na, das ist mit dem Ding jetzt auch schon gut. Was war das jetzt? Da hat einer eine Flasche reingeschmissen. Das funktioniert nicht so ganz hier oben, oder wie sehe ich das? Ja, bitte einmal hier aufräumen. Der kann auch nochmal weg. Graben wir den auch noch weg. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das so weiter hinkriegen. Gute Frage, ne? Da räumt man auch auf.
Essen 7000, das ist schon mal gut. Hier wird es immer mehr, das ist schlecht. Hier wurde tatsächlich was gebuddelt. Ja, wie weit da, weiß ich auch noch nicht. Das mit dem Dingens schmutzig ist hier nicht so doller jetzt gerade, ne? Oder, ja, lass das mal so. Ja, er baut jetzt da erstmal alles ab oder so, ne? Gut, dann machen wir hier noch ein Stück weiter. So, da wird abgebaut. Das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir machen hier mal hoch zu. Zum Entleeren müssen sie hier hin, aber da kommt gerade ganz viel Wasser rein. Ich glaube, das zum Entleeren machen wir jetzt mal hier oben hin, ne? Den zerlegen wir. Und Sanitär. Flaschenentleerer kommt da hin, wenn es denn dann klappt. Macht den da mal einer schnell weg, oder? So, jetzt geht der Flaschenentleerer dahin. Dann können wir den da abbauen. Zerlegen. Der wird schon fertig gemacht, das ist schon mal gut. Hier unten, wie sieht es überhaupt mit unseren Sauerstoffen so aus? Hm, da ist immer noch alles CO2 voll. Hier oben ist es top, aber da unten ist es schlecht. Wir müssen es mal langsam rausdrücken, ne? Da müssen wir mal gucken. Hier sieht es schon ganz gut aus. Warte mal, da können wir noch eins verlegen. Und den auch noch. Und dann können sie das fertig bauen erstmal. Und das mal alles wegräumen. Da kommt keiner hin, dann brauchen wir das auch nicht wegräumen. Okay. Hier wird gearbeitet, das ist sehr schön. Da kommen die nicht hin, dann müssen wir mal gucken, dass wir das machen, dass die da hinkommen. Hm, die lange Leiter kommt hier runter. Machen wir erstmal nichts. So, hier wird es schon ziemlich voll, unser dreckiges Wasser, aber es wird auch nicht gereinigt, ne, oder? Rohr blockiert. Wo ist das Rohr schon wieder blockiert? Wir haben wieder ein Rohrproblem. Geht das hier überhaupt weiter? Warum nicht, ne? Ist doch gar kein Wasser hingekommen dann, ne? So, das hier ist doch Frischwasser, ne? Machen wir da erstmal hier weiter durch. Diese Pumpe können wir doch erstmal ausschalten, ne? Weil das Wasser muss da erstmal nicht rein, weil wir den doch hier haben, oder? Oh, ist noch blockiert, klar. So, hier sieht es doch ganz gut aus erstmal. Hier muss noch fertig gebaut werden. Ja, hier wird es schon mit Wasser immer mehr, ne? Gut. Jetzt müssen wir das dann mal fertig machen. Hier werden Rohre gebaut. Lass uns mal gerade hier oben durchgucken. Strom ist klar. Da unten ist nicht so toll, oder? Temperatur haben wir auch schon. Licht ist jetzt auch zu wenig eigentlich. Wir müssen hier unten das hinkriegen, dass unser Wasser besser läuft, ne? So, dann Sanitär, Rohrleitung, hier dran, ne?
Und da dran. Gebäude Eingang. Hier ist doch was falsch, oder? Oder? Doch, Frischwasser kommt rein und schmutziges Wasser kommt raus oder warmes Wasser kommt raus. Ja, ich glaube, das ist schon richtig hier, oder? Ja, da fehlt ja auch was anderes. 1200 mit Essen. Hier gibt es wieder was zum Einstellen. Duplikant Frankie ist vorangekommen. Frankie macht Elektrotechnik, weil das Herzchen da dran ist. Alles läuft. Prioritäten und Erforschung haben wir auch schon heute gehabt, ne? Warte mal, das war jetzt gerade der verkehrte Button, weil Forschung ist da. Forschung war schon wieder fertig und wir machen nichts. Mach das mal fertig hier. Ist das die Kühlplatte, ne? Ne, Trockenband ist das. Haben wir Kühlplatte? Haben wir die schon? Die müssen wir schon irgendwo anders haben, ne? Oder? Ja, die müssen wir noch gucken, wie wir die Kühlplatte irgendwie hinkriegen. Weiß ich auch noch nicht, wie. Ich sehe sie jetzt aber auch nicht. Da ist sie. Hat einen kleinen Wirkungsbereich, ja. Bunkertür. Bunkerziegel. Glasschmiede. Förderbehälter. Förderschwere. Ja, da müssen wir gucken. Ja, ich denke mal, wir müssen mal diese Platten dann auch vielleicht machen. Wie sieht's denn mit unserem Dingens aus? Wo hat man denn da hingebaut? Unseren Schleimproduzenten. Hier. Kein Strom. Zu wenig Ressourcen. Kupfer. Ach, Eisen wird ja auch noch gemacht, aber Kupfer ist da, Eisen nicht. Gut, dann nur erst Kupfer. Ist ja auch nicht schlimm. So, wie sieht das hier aus? Das ist, nee, das ist zu, das ist schon mal gut. Hier, das steigt stetig an. Das muss da noch aufgeräumt werden. Da wird auch gerade fertig gemauert, das ist auch gut. Und das sollen sie mal wegholen. Verhungern welche, aber wir haben 2400 Nahrung, also kann das mit dem Verhungern nicht so ganz so schlimm sein. Gut, ja. Rohr blockiert. Schmutziges Wasser läuft, sauberes nicht, ne? Ist denn da jetzt hier was passiert mit dem Rohren? Jetzt ist der Gegendruck da wahrscheinlich, ne? Die Pumpe ist immer noch... Doch, die ist aus. Ich würde jetzt mal gerade diese hier auch ausmachen wollen. Die ist sowieso aus. Da wird schön geduscht. Haben wir denn irgendwo noch eine Pumpe? Nee, ne? Hier ist kein Strom. Ne, Kabel wollte ich. Batterie ist doch hier leer, ne? Ah, jetzt geht's los. Wurde deaktiviert. Was passiert denn jetzt mit dem Wasser hier? Das Schmutzige geht da runter. Ja, was passiert hier unten? Nix, ne? Da steht Wasser drin. Pfeilrichtung ist auch passend.
Hier passt irgendwas nicht. Irgendwas ist hier faul. Das schmutzige Wasser kommt hier rein, das ist passend, ne? Der läuft aber noch nicht hier, ne? Weil was? Strom fehlt. Weil dieses hier noch nicht fertig ist. Der wurde aber hier doch gemacht, oder? Ja, oder? Ne, nicht wirklich. Ah, da wurde jetzt gerade was gemacht. Und jetzt hat er keinen Strom mehr, also wird wieder nichts gemacht. Wir haben noch immer ein Stromproblem auch, ne? Ja, müssen wir mal gucken, weiß ich auch noch nicht. Hier unten ist auch schon schmutziges Wasser. Haben wir das aufgewischt? Ja. Da wird was aufgehoben, Wasser. Hier wird gewischt, das ist gut. Aber hier unten ist Sauerstoffmangel, das ist auch nicht gut. Jetzt holen sie da das Eisen weg, Kupfer weg, das ist gut. Zu wenig Ressourcen ist Eisenerz, da müssen sie was hinbringen. Hier zu wenig Ressourcen, Eisenerz. Mach das mal weg. Und da machen wir das auch so, weil vielleicht ist das das Problem, dass dann da nicht gearbeitet wird. Könnte sein, muss aber nicht, oder? Jedenfalls ist jetzt hier kein Symbol mehr, was ein Problem ist. Passiert hier unten irgendwas? Nein. Da wurde schon wieder Wasser runtergelassen, ne, mit der Flasche da. Da ist einer aufgestiegen wieder. Forschung läuft noch, oder? Ja. Wir müssen noch Prioritäten ändern. Ich glaube, die Prioritäten, die machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten. Ich denke mal, Essen ist schon wieder knapp. Hier ist abgeerntet. Hier gibt es aber ein paar Sachen, die kommen. Ja. Wo ist denn der Schleimvogel da jetzt? Der war hier irgendwo reingeflogen letztes Mal, ne? Ich sehe ihn aber jetzt nicht. Wer weiß, wo der hingeflogen ist, ne? Ah, hier wird geerntet. Da gibt es also auch Essen. Alles kein Ding. Da ist er. Untätig. Zwei von 75 Jahren. Puff sind aggressive Kreaturen, die mit jedem Atemzug Klumpen von Schleim ausscheiden. Wegfindung zeigen. Verfolgungskammer angreifen, ja. Der Puff pennt gerade, ne? Oder wie sehe ich das? Granit ist da. Ich habe aber noch keinen Schleim gesehen. Wir werden sehen, wann er da was macht. Vielleicht muss er auch erst groß werden, dass das passiert. Keine Ahnung. Wir arbeiten auf jeden Fall dran, ne? Und hoffen, dass das hier irgendwie was wird. Einer verhungert. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlage. Mordrak hat ja schon viel reingeschrieben in die Kommentare. Andere sind da auch herzlich zu eingeladen. Und wenn ihr das Video teilt für andere Kollegen, die dann dieses auch angucken können, dann macht das auf allen euren Kanälen, wo ihr es machen könnt. Ich bedanke mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.